So, aber ohne lange Vorrede würde ich sagen, gehen wir Cornelius suchen, der verschwunden ist. Aus komischen Gründen nehme ich mal an. So, schauen wir auch hier rein. Ich glaube, da gibt es zwar nichts, aber nachschauen kann man ja. Jemand zu Hause? Hier ist was. Achso, das ist der Keller, stimmt. Da waren ja Clouthief und Eris. Kurze Zeit einmal drin. Und hier ist eine Kiste. Ich brauche Hilfe. Da schreit zwar jemand um Hilfe, aber ich kann nicht helfen. Ich kann diese Tür hier nämlich nicht öffnen. Ich brauche Hilfe. Vielleicht jetzt von der anderen Seite aus. Die Frage ist nur, wo ist denn die andere Seite? Auf jeden Fall haben wir einen wundersamen Kristall erhalten. Das war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Es war auf jeden Fall keine Materie. So, wo haben wir diesen Kristall? Da ist er. Ein wundersamer Kristall, in dem Bernstein eingeschlossen ist. Reduziert die Effekt von Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Das heißt, wenn man vergiftet ist oder schläft, kann man den Kristall das verringern. Und ich frage mich gerade, ob man der da um da Hilfe schreit, ob man dann retten kann. Weil die Tür ging definitiv nicht auf. Da war kein Dreieckzeichen oder dergleichen. Aber der hat gesehen, da war nichts. Oh, kann ich ein bisschen putzen gehen? Hier ist ein Putzmittel. Und hier ist ganz schön unaufgeräumt hier. Und zwar ist ja denkbar, kann diesen Raum, den man gerade eben gesehen hat, von hier links aus betreten. Nee, das geht nicht. Ich glaube, da muss ich mal nachsehen, ob man denn überhaupt helfen kann, der da geschrien hat. Ich glaube nämlich nicht. Aber egal. Hallöchen! Ah, schon dich wieder zu sehen. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Erstmal ein bisschen quatschen. Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Wie gesagt, manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen sehr hart. Wenn er lügt, dann töten wir ihn ganz knallhart. So, kurz mal Kampfeinstellungen machen. Ich will mal in Dreieck die neue Fertigkeit haben, nämlich Klingenstrahl. Die werden wir brauchen. Und bei Babbitt habe ich bei Viereck die bebende Erde rein. So, wir haben ja einiges neue Fertigkeiten. Und hier liegen sehr viele Goldbarren herum. Kann ich einen mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Sehr viele Wertgegenstände, die der Don hier hinterlassen hat. Na, der wird sich sicher freuen, dass er das alles nicht mitgehen lassen konnte. Seid ihr soweit? Jo.
Wir können in die Kanalisation und da unten ist das letzte versteckte Kronjuwelen. Dann runter. Nicht Kronjuwelen, Kronjuwelen. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Ja, wir haben da unten nämlich aufgeräumt. Wir waren ja schon mal da unten. Haben wir gegen ein schönes Haustier von Coton Corniop gekämpft. Das war schön. Und jetzt geht's wieder darunter. Aber diesmal einen anderen Weg. Und ich glaube, um die Kronjuwelen zu kriegen, muss ich dann nochmal runter. Ich bin mir nicht gerade sicher. Ja, da sind wir wieder. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht. Was mit also mir tun? Ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Bin voll dabei. So, ich darf es nicht vergessen, dass Cloud mehr oder weniger ein Magier ist mit diesem Schwert hier. Was noch immer cool aussieht, nach meiner Meinung. So, kurz auf die Karte schauen. Wo war das nochmal mit den Kronjuwelen? Wird auf der Karte nicht angezeigt, aber es müsste ungefähr hier gewesen sein, irgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Hier hinten war es definitiv nicht. Ist ja wieder eine Kiste? Nein. Okay. Schnell laufen, laufen. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Ja, er lässt uns die Arbeit machen. Oh, dafür sind wir doch da. War diese Absperrung auch vorhin schon da? Stimmt, wir sind da vorhin in die Richtung gegangen. Jetzt geht's hier entlang. Das heißt, wir sehen jetzt neue Gebiete. Ja, ein bisschen auch anders. Ich muss mir das wieder gewöhnen, wie es hier aussieht. Das ist so ungewohnt. So, da haben wir mal einen Schalter bedient. Da haben wir das Tor unten geöffnet. Ja, hier ist ganz schön Rambazamba passiert hier unten. Ich glaube nicht, dass man vorher nochmal hierher kann, bevor hier Rambazamba los ist. Ja, wenn du es. So, Sahagins. Seid ihr bereit für einen kleinen Strahl, der magisch ist nebenbei? Oh, Bird kämpft wieder im Nahkampfmodus. Im Nahkampf ist er ein bisschen schwer Hand zu haben, der Gute, nach meiner Meinung. Aber passt schon. Aber Cloud, zeig uns mal deine Magie! Blitzel! Oh, 720. Der Blitz ist doch okay. Au, whoop. Und das Coole am, ja, weitergehen. Das Coole am Klingstrahl ist, er hat eine ordentliche Reichweite. Also damit die trifft ja so ziemlich alles, was nicht und nah gewesen ist und so um die 20 Meter entfernt ist, plus minus etwas. Ziemlich krass eigentlich. So, hier gibt es wieder Musik und Heilung. Brauche ich nicht unbedingt gerade. Also gehen mal weiter, heiter. Whoop. So, es ging die Richtung, ne? Ja, der dürfte eigentlich nichts sein, aber schauen kann man ja mal. Naja, da ist nur ein Gatter. Gitter, Gatter, Gatter, Gitter. Passt irgendwie beides. So, hallo, Lukas! Ich bin dabei, euch nicht verweist. Und zwar, der Benedikt! Ah, ich mag den Klingstrahl einfach. Das Lustige ist im Original, weil der Klingstrahl ein Limit
Hier ist es ein normaler Angriff. Oh, Tifa ist gerade ein Frosch und Claudia. Wer ist auch gerade ein Frosch? Quack. Ich bin so ein Froschi. Als Frosch kann man herum platzieren. Angreifen ist ja, mit der Zunge. Und mit Dreieck kann man so richtig schön Froschblasen machen. Der Froschzustand hält eine ganz schöne lange Zeit. Der physische Angriff von den Fröschen ist eher, ja, nicht vorhanden. Kann ich wieder normal werden, bitte? Putz! Froschbrett! Putz! Er macht auch 110 Schaden. Ja, Frostzustand ist gemein. Weil während man im Frostzustand ist, kann man keine Magie wirken. Also Magie ist da überhaupt nicht drin. Man sollte die Gegend besiegen, bevor sie einen zu Frosch zaubern. Weil das kann nämlich ziemlich böse werden. Oh. Let's go, Barret! Putz! Lass die Erde beben! Putz! Beben der Erde ist ziemlich heftig, muss ich sagen. Wow! Boing! Ah, das ist wieder ein Energiehaken, lebt Barret hier seine ATP-Leiste sehr schnell auf. Ich glaube, das ist die schnellste ATP-Leiste überhaupt im gesamten Spiel. Also lädt sie wirklich sehr schnell auf. Oh, putz! Ah, der Gift-5 da ist ganz schön böse. Oh, wow. Boing! Oh, Tifa, mach auch mal was hier. Oh, wups, wups. Ah, du bist Verteidigung, na dann. Ah, wup! Ja, Barret, nicht so laut. Und ich habe gesehen, Cloud hat gerade das... gerade auf maximal gekriegt, ja. Bin gerade überlegen, ob ich das wieder zurückwechsle auf die Hartklinge. Also die Frage, greife ich mehr physisch oder nur mehr magisch? Der Klingenstrahl ist nämlich magischer Natur. Also der hängt von der Magiewert ab, wie stark der ist. Ich lasse es mal so, wir hatten schon lang genug das andere Schwert. Dann sage ich nicht nein, wenn wir nochmal ein anderes sehen. So, weitere Gegner und wieder Sahagin, hallo. Und Sahagin zuerst besiegen, weil der ist das, der euch in einen Frosch verwandeln kann. Also aufpassen. Ups. Auf jeden Fall diesen Schaum hier, der am Boden liegt, nicht toll. Ah, Windelle, putz. Ja, die Kämpfe hier sind ganz schön schwer geworden, irgendwie. Ah, bin wieder ein Froschi. Zieh dich zurück. Das Gute an diesem Froschzauber ist, er ist nicht auf jeden, sondern hat nur eine Flächendeckung, eine bestimmte. Ah, whoop! Autsch. Was war das denn? Ich glaube, da habe ich jemanden wieder einen Frosch verhandelt. Du Sahagin. Erzähl ich. Abzusehen. Das Gute ist, wenn man einen Kampf bestritten hat, ist man im Froschmodus wieder draußen. Ich behalte mal die Abrissbiene, weil sie so viele Materie-Slots hat. Das ist schon heftig. So viele Materie-Slots. Und die Kämpfe hier unten sind auch nicht ohne, muss ich sagen. Man darf nicht in diesem grünen Feld stehen, die Krabben verteilen. Ansonsten bekommt man sehr viel Schaden über Zeit, habe ich schon gemerkt. Sehr viel Schaden über Zeit. Wartet. Ist das das mit den Kronjuwelen? Ich glaube nämlich nicht. Ne, da geht's jetzt weiter. Dann war das woanders.
Das mit den Kronjuwelen und den Rücken, das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Wo war das nochmal? Oh, okay. Hier geht's definitiv nicht weiter. Ich glaube, ich werde das nochmal nach... Oder Moment, ich muss nicht nachgucken. Ich habe doch in den Gegenständen... Bei den wichtigen Schlüsselgegenständen ist es drin. Wo haben wir es denn? Hinweis hier. Slums von Sektor 5, Stahlberg, das haben wir. Kanalisation, schickliche Preis zur Schlammaufbereitung. Schlammaufbereitung. Das ist die Sandfangablandlage. Das ist der Kanal, wo wir gerade hin müssen. Aber die Richtung geht's nicht, weil da ist ja voll eingestürzt. Das muss eigentlich hier sein, aber von, das ist nicht erreichbar. Das heißt, ich muss so herumgehen. Das mit den Kronjuwelen lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und Kate, wo bist du? Danke, ich will dich wieder eingeblendet haben. So, dann schauen wir mal hier rein, was hier so ist. In diesem Abteil waren wir nämlich noch nicht. Da geht es nur rein, wenn das Story so weit ist wie ich hier. Also nicht wundern, wenn ihr diesen Ort noch nie gesehen habt. Also ihr habt selber schon gespielt. Dann natürlich schon. Ah, weitere Krabben. Ihr kriegt alle einen Schwingstrahler. Ah, super. Pass mal aus, bitte. Diese Krabben gehen mir ganz schön auf den Keks. Du auch noch. Tschüss, du. Grabe. Also, Klingstrahl ist sehr heftig. Das Gute an dem Klingstrahl ist, er kostet keine MP. Das ist einfach nur Fertigkeit, die ein bisschen länger braucht zum Ausführen. Aber dagegen habe ich nichts. Oh, Kiste mit einem Ether, nehme ich gerne mit. Und wo wir gerade sind, das ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Ah ja, jetzt sind wir hier, wo wir damals die Materie hier unten aufgesammelt haben. Gut, dass wir hier das Haus abgelassen haben, sonst werden wir jetzt ziemlich nass. Okay. So. Aber werden wir jetzt hier hinten bei der Wasseraufbereitung, ja. Das heißt, wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, müsste ich wieder bei, genau, diesen Schutthaufen hier landen, wo ich nicht lang gehen kann. Gut, so weit, so gut. Bam. Ui, hier ist ja einiges zerbrochen. Sogar zum Generatorraum kann man nicht mehr rein. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. Ja? Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Wissen wir doch, dass wir dorthin müssen. So, und da hinten. Hallöchen. Im Untergrund. Hier lang. Ah, wir waren hier schon mal. Moment, Freundchen, ich muss erst ein paar Muckelmedaillen einsammeln. So, diese Tür war vorhin auch versperrt, jetzt ist die offen. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anja mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Also könnte man so sagen, Anjan hat mehr zu sagen als der Don. Und dann können wir drüber froh sein, würde man sagen. So, lass uns die Krabben hier zu Krabben-Schaschlik verarbeiten. Und die eigentlich zu Schaschlik verarbeiten? Dann übernimm. Jetzt kann ich dir das sagen. Na, Grabe?
Sind sie gerade schon öffentlich? Gut, dann kann ich reinhauen. Putz! Und zack! Oh, ich mag die Handschuhe von Barrett. mit der Waffe komme ich viel mehr zurecht als mit der Energiehaken. Der Energiehaken ist dagegen. Also wer damit umgehen kann, herzlichen Glückwunsch, ich kann es nicht. Ja, was ist denn? Ich soll warten. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Gut, und wenn 10.000 Gegner kommen, dann hältst du sie auf, okay? So, hier gibt's ein neues Musikstück unter anderem und Kisten. So, was haben wir hier Schönes? Lay down some Baba. Okay. Das Musikstück, ein paar Megatränke, die kaufe ich auch erstmal. Ich habe nur noch sehr wenige davon. Ether und Phoenix für dann brauche ich nicht. Was vielleicht hier gut wäre, wäre Jungfernkuss. Das kuriert nämlich den Zustand Frosch. Aber es muss nicht sein. So, Armreife passt eigentlich alles. Das habe ich sogar noch. Gibt's hier was? Nichts Bestimmtes. Und materiemäßig? Auch nicht. Gut. Gut, aber ich muss sagen, kurz hinsetzen. Weil wenn man hier schon so ein Speicherpunkt ist, speichern kann er euch ja überall, heißt das nicht umsonst, dass man hier sich hinsetzen kann für eine Pause. Hier? Ja, jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Oh. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Verdammt! Ein Mopsevieh, ich will mal sagen. Komm du nur her! Ich schlitz dich auf! Ah, noch ein paar Ratten zwischendurch. Kein Problem! Mal schnell hinterher! Ich will das wieder haben! Oh, warte. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. So. Ah, wieder Sargens. Nervig wie immer, ihr Freunde. Dann springen hier. Ups. Adifa, mach ihn mal. Kleinholz. Ah, Kräuterfluch. Wurde durchgezogen, aber es hat interessanterweise keinen getroffen. Ich glaube, ich habe ihn unterbrochen. Das Kräuterfluch ist einfach, dass man auf verdammte Reichweite der Sargin alle zu Kräuter verzaubert. Na super. Das sind Gegner, die sind sehr... nicht unterschätzt, sagen wir so. Probier! Du verzauberst mich nicht, so eine Kräuter. Oder doch. Ich zähl auf dich. Ah, Tifa, du bist jetzt ein Ziel, gerade nicht eine Froschlein. Oder doch. Ah, nervige Gegner. Noch drei Stück davon. Puh. Im Schwer habe ich da mehrere Versuche gebraucht. Ah, es ist weiter oben. Aber erstmal heim, bitte. Dankeschön. So, Kiste kaputt machen. Dankeschön. Es hat sich ziemlich verkrochen, dieses Schlüsseldieb. Haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Alles klar. Ich sehe dich da drüben. Was war ja zuerst schon hier, was hier ist. Oh, das hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Ja. Zwei Phoenix-Federn. Nehme ich gerne mit. Und jetzt komm du nur her.
Mach Schaschlik aus dem Hackfleisch, was ist denn alles? Das kann ich oh, Agro Junges. Die sammeln Ziegelsteine auf. Und wenn sie diese Ziegelsteine aufgesammelt haben und man ihnen lang genug Zeit lässt, dann schleudern die sich herum. Und das macht übelst viel Schaden, wie man sieht. Selbst wenn man blockt. Ups! Ja. Man sollte aufpassen, bis sie aufhören zu drehen und dann zuschlagen. Außer wird sehr viel Schaden nehmen. Dann könnt ihr einfach draufhauen. Oh, hier geht's lang. Oder? Ich bin gerade verwirrt. Ah, hier. Wupp! Hallöchen! Kannst du nicht hier bleiben? Und den Hals umdrehen lassen? Das wäre sowas von einfach dann. Aber nein, das wäre zu einfach! Na dann! Alles wegschlitzen! Der hat sogar Energiestrahl gehalten. Nicht schlecht. Davon gibt es nicht viele Gegner. Also normale Gegner, sagen wir so. Alles endet hier und jetzt. Wow. Dann übernimm. Ah. Boom. Ich wollte den gerade hier so richtig wegfetzen. Ah, Hallöchen. Oh Mann, Cloud, kannst du einfach nicht nach ihm kratschen? Das wäre doch viel einfacher. Da rein. Gut. Also, machen Sie auf, bitte. Danke. Ah, noch mehr von denen. Ich brauchte mal eine Heilung. Dumm, dumm. Bei Cloud, bitte. Dankeschön. Nichts überstürzen. So. Alles niederrammeln! Oh, alle. Hopp! Aber die Goldflug aus Reichweite gehen am besten. Ja. Ah, das kann sogar so treffen. Okay. Warum ist das doch anders, als ich in Erinnerung habe? Ah, tiefer liegt mal am Boden. Kann ich einmal Bio machen auf Sagen, bitte? Und Babbitt, der kann gerade nicht zaubern, aber du kannst Gegenstände einsetzen als Frosch. Nee, nee, Füchsfeld bitte. Dankeschön. Aussagen. Ja, vergiftet ist unendbar. Ah, immer mit dem Frosch hier unterwegs. Also das mit Magieverbot bei Frosch ist sehr böse. Komm du nur her. Nein, nicht du, der andere. Oh, und tschüss! Ah, ist ausgewichen. Super. Eieiei. Also das mit dem Krötenflug ist nervig. Ah, ich wollte den gerade angreifen, dann kommt der zur Seite. Oh, da ziehe ich jetzt aber. Dankeschön. Ist der Krötenflug von mir genommen worden? Dankeschön! Ups, Froschattacke! Putz! Und tschüss! Lebt sich so gerne im roten Bereich hier. Macht doch irgendwie Spaß, im roten Bereich zu kämpfen. Ja, das war jetzt ein bisschen sehr knapp. Oh, kurze Heilungsrunde. So viel Zeit muss sein. Also das ist einer der schwierigen Räume hier. Puh. Ich glaube, schwer muss dieser lang gehangen. Ah. Ah, wann ist hier endlich mal ein Sack, damit der Wind weglaufen kann? Ups. Hallo, ihr Kaiserkrabben. Ich hab doch was Schönes für euch. Ah, wir haben aufgesammelt. Na dann. Kann ich das haben, bitte? Das wäre in meinen Händen nicht so gefährlich wie bei dir. Ah, man kann die Einschläfer, wenn sie das in der Hand haben. Ist gut zu wissen.
Lass mal ausprobieren. Sind ein gutes Team, Barrett. So, Kiste. Ah, oh, ich bin nicht gerne Verlegenheit. Bist du schon groß? Was? Ja. Wupp, wupp. Oh, hier ist nichts. Jetzt. Das wäre auch halt zu einfach gewesen. Hallöchen! Ich hab gehört, die haben mich gerufen! Oh, ich will mal die Sahagine brennen sehen mit Feuer! Kostet sehr viele MP heute, aber es haut rein! Und sieht auch geil aus, muss ich sagen. Also Feuer, da gibt's nichts zu sagen. Einfach zaubern! Putz! Ah, das war's wert. Das war's wert, seine gesamten MP vom Barrett aufzubraten. Nur für ein bisschen Feuer. Aber muss schon sagen, Feuer sieht wirklich geil aus. Von beiden Seiten. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ah, gerne doch. Ja, da macht uns. Na, 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 na. Alle kommen dir näher, mein guter Freund. Ah, was machst du jetzt? Ach, Mann. Ganz das Herrchen. Nervig. Kleines Viechchen. Moment, ist da hinten noch was? Verdächtig aus hier hinten. Ah ja, da sind die Kronjuwelen. Ich komme da nur nicht gerade ran. Gut, dann merke ich mir das ja mal. Das heißt, ich muss irgendwo das ablassen, damit ich da ran kann an die letzten Kronjuwelen. Ich wusste hier unten war es irgendwo. Ich wusste nicht mehr wo. Jetzt weiß ich es wieder. Gut. Er ist erledigt. Hat ja nur ein paar Stunden gedauert, das im Kopf zu wieder zu reden. Hust, hust. Ah, und du? Du wärst zerlegt. Als erstes Heilung. Dankeschön. So. Let's go! Nicht übertreiben. Du diebisches Agro. Junge, sie wird so aggro auf dich. Woo! Nämlich zählt und mit G geschrieben. Zweimal. Kleiner. Jetzt erst recht. Ah, er will nicht stehen bleiben, aber treff ruhig dich trotzdem. Ah, let's go! Das muss wehtun! Ah, er holt eine Verstärkung, aber es soll mich nicht jucken. Oh, Cloud, mach mal hier einen Klingstrahl in den Raum. Und Barrett, du darfst eine bebende Erde machen. Na, ist auch geil aufwählen. Ah, juppie! Also, die drehen sich wieder. Drehen, 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 drehen. Drehattacke dauert auch sehr, sehr lange von denen. Autsch. Du willst auch was? Kriegst du? Ach mal! 190! Ach mal! 195! Let's go! Macht gerade so Spaß, hier rumzuschleudern. Ah, tschüss! Meins! Nummer 2! Ah, lebt noch! Ah, ist auch dabei! Ah, Nummer 3 und du noch! Ah! Bitteschön! Gib her!
Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Der will also Rache über den Don. Ich habe mit ihm auch noch ein paar Wörtchen zu reden.